Sieger, schnellste Frauenstaffel heute. Britta Heinzmann, Hildegard Bergler, Gabi Welzel, Marina Riedel, DJK Running Gag. Startnummer 1210. Wer will den Sekt? Wer will die Blüte? Ist egal, oder? Ich komme sicher von dir her. Super, super. Und schnellste Staffel heute in 3 Stunden 6 Minuten 18. Startnummer 1240. Das Team Kneidel. Hans, Johannes und Elfi Kneidel sowie David Kucharik. Und schnellstes reines Frauenteam beim Run and Bike, die Heidi Leupold und die Helena Pretzel, TV Bull 1. Also, die müssen dann bitte da bleiben. Die Helena und die Heidi brauchen wir dann auch noch fürs Foto. Und schnellstes Mixed-Team Run and Bike. Nicole Gunnel und Jürgen Madra. Nicole und Jackie. Also die jeweils Erstplatzierten sollten dann noch da bleiben fürs Gruppenfoto. Florian Rode und Johannes Pfaff vom SC Monte Carlo Hirschau. Haben gar nicht drauf trainiert, sind eh immer im Saft im Training, weil Langläufer eine Riesenleistung. Herzlichen Glückwunsch. Schnellste Frau beim Nordic Walking heute, 2 Stunden 40, 2, die Barbara Dieneiger. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Platz. So, das ist jetzt die Siegerin, oder? Jawohl. Und schnellster Nordic Walker. Heute, wie schon vor 2 Jahren, auf dem Weg nach Weiden, der Wolfgang Flügel. So, zweiter, oder? Lasst euch gratulieren und das ist der Sieger. Respekt. Alle drei, gibt es mal hier. Zweiter ist hier. Zweiter, herzlichen Glückwunsch, gibt's auch. Eine Wahnsinns-Halbmarathon-Zeit bei den Frauen hingelegt hat mit 1 Stunde 21:10. Bontu Cabadesso. Friert der Wink, drückt sich nach hinten. Jetzt, hier haben wir sie. Ja, wollt ihr ein bisschen unterstellen? Unsere schnellste Halbmarathonläuferin, da ist sie. 1 Stunde 21:10. Und der schnellste im Halbmarathon. Quasi ein Heimspiel, gestartet in Schneidenbach für den TuS Schneidenbach. Alexander Rosner, 1 Stunde 14:37. Und von der LSG Edelsfeld auch nochmal eine ganz schnelle, die nach vorne kommt. Die schnellste Marathonläuferin hier beim 7. Freundschaftsmarathon Weiden-Amberg, Irmgard Lietz. So, und da ist sie, oder? Und ich bitte nochmal Avens Nosis und Koldis um einen großen Applaus. Titelverteidigung geglückt. Vor 2 Jahren schnellster auf der Strecke Amberg-Weiden. Diesmal den Cup gelandet, schnellster zu sein auf der Strecke Weiden-Amberg. Herzlichen Glückwunsch, Angelo Sperl. Die Zeit natürlich 2 Stunden 39, 58. Also, trainiert wie ein Wilder, genau auf dieses Ziel hingearbeitet, Titelverteidigung geglückt. Uli Pieler gerne mal wieder auf den Bitte schaffen, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also, wunderbar, super. Ergebnisse morgen auf 8 Seiten, viele Bilder, Amberger Zeitung, der Neue Tag, Sulzbach-Rosenberger Zeitung.